Sie sind hier, 10. September 2018, 9.59 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Amine Harit und Schalke-Kollege Hamza Mendl wurden bei der marokkanischen Nationalmannschaft suspendiert. Urheberrecht Getty Images. Die Schalker Amine Harit und Hamza Mendl werden bei der marokkanischen Nationalmannschaft wegen Disziplinlosigkeit suspendiert. Für Harit ist es nicht das erste Vergehen. Wegen Disziplinlosigkeit sind die Bundesliga-Profis Amine Harit und Hamza Mendl vom FC Schalke 04 in der marokkanischen Fußballnationalmannschaft von Trainer Hervé Renard für das Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Malawi 3:0 suspendiert worden. Harit und Mendl haben wie weitere Spieler die Abfahrtszeit zum Training falsch verstanden und sind zu spät gekommen, sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel der Bild. Daraufhin fanden sie keine Berücksichtigung für das Spiel. Nichts Dramatisches, aber Pünktlichkeit und Disziplin gehören natürlich auch dazu. Anzeige, jetzt die neuen Trikots von Schalke 04 und Hertha BSC bestellen. Hier geht's zum Shop. Am Montag wurden beide Profis zurück in Gelsenkirchen erwartet. Harit war im Sommer in seiner Heimat in Marrakesch in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von 4 Monaten verurteilt. Harit hatte mit seinem Fahrzeug einen 30 Jahre alten Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Von Sportinformationsdienst.